関係ねえ。牙の鋭い方が勝つ。それがキリングバイツだ。Was geht, Freunde der Zocks und Reactions? Willkommen zurück in meinem Kanal. Mal wieder zu einer Reaction, mal wieder bei Hit or Shit. Oder, ich habe Hit or Shit eingegeben, aber die heißen eigentlich Hit oder Shit. Egal. Heute mal mit dem Thema, deswegen weißt du nicht, was du zocken sollst, weil ich glaube, das geht jedem so. Und ich habe das Ganze noch nicht gesehen und kann mir durchaus vorstellen, worum es darin geht, weil heutzutage die Masse an Spiele, die rauskommen, einfach so riesig ist und gefühlt auch irgendwie immer das Gleiche, weil erinnert euch mal an die ganzen Handy-Games, die wir haben. Ich glaube, so Spiele wie Raid Shadow Legends gibt es 50.000 von jedem Genre und mit allen möglichen Charakteren. Und dann fängst du das eine an, hast da ein bisschen Zeit reingesteckt, da ein bisschen Zeit reingesteckt, dann kommt man auch mal wieder ein AAA-Titel. Und die ziehen sich in die Länge und irgendwie hast du gar keinen Bock, die Spiele zu beenden, weil einfach die schiere Masse an Spiele so hoch ist, dass es gar keinen Spaß macht. Aber schauen wir erstmal rein, was die hier sagen. Stell dir vor, du sitzt daheim. Das letzte Game hast du durchgezockt und jetzt weißt du nicht, wie es weitergehen soll. Du googelst, recherchierst ein wenig und kommst drauf, nichts spricht dich so richtig an, obwohl du früher nie dieses Problem hattest. Genauso wie alle guten Serien und Filme auf Netflix schon gesehen zu haben und dann ewig durchzuscrollen, nur um dann direkt wieder alles abzuschalten. Was ist passiert? Sind die Ansprüche an ein neues Spiel zu hoch geworden? Liegt es an uns Gamern, dass wir einfach nichts mehr einfach nur genießen und akzeptieren können? Oder werden neue Games wirklich immer nur schlechter? Das Ding ist einfach, was ich so das Gefühl habe, ist, es kommt einfach wirklich zu viel Masse. Und nichts sticht mehr aus der Masse hervor. Es wird immer noch Schema F gearbeitet. So, wenn ihr euch so beispielsweise Super Mario anguckt. Super Mario auf dem Game Boy, cooles Spiel. Super Mario auf dem Super Nintendo, geiles Spiel. Super Mario auf den N64, nochmal ein geiles Spiel. Mario auf, was gab's noch? GameCube. Also in dem Fall nehme ich jetzt mal Mario Sunshine, auch ein sehr cooles Spiel. Und irgendwann kam dann die Wii. Und dann kam die Wii U. Und dann hast du das dröfzigste Jump'n'Run mit Mario gespielt. Und irgendwie fühlt es sich nicht anders an. So, das ist so, irgendwann lutscht sich das auch einfach aus. Deswegen bin ich mal gespannt, was die jetzt mit dem neuen Spiel machen, weil es ein bisschen anderen Look auch hat. Dass Games über die Zeit hinweg neue Inhalte über Updates bekommen, ist ja selbstverständlich. Kann ein Spiel sonst überhaupt gut bleiben und langfristig Spaß machen? Hell yeah! Damals gab's keine Patches, keine Updates, nur das rohe Spiel mit... Das ist halt auch so ein Ding, ne? Also Spiele kommen teilweise unfertig raus, werden in die Länge gezogen, damit die halt sagen können, das hat x Spielstunden. Und am Ende denkst du dir so, wie ich bei Final Fantasy, boah, komme ich auch mal hier irgendwann zu Ende oder muss ich jetzt noch 2 Stunden gegen irgendwelche Gegner kämpfen? Mit all dem Inhalt, der am Release-Tag rauskam. Anfangs waren Updates und Patches wirklich nur ein Weg, um nachträglich Verbesserungen zu bringen oder komplett neue Inhalte zu einem bereits vollständigen Spiel. Natürlich sind neue Inhalte etwas Gutes, vor allem wenn es Hüte sind. Gib mir all die Hüte und ich bin glücklich. Mit der Technologie der Patches und Updates haben wir zwar viel Potenzial entdeckt, doch schöpfen es mittlerweile kaum noch aus. Oder zumindest nicht zum Vorteil der Gamer. Während manche Entwickler, wie die von Apex Legends, dauerhaft neue kreative Inhalte in ihren Updates bringen, gibt es dazu eine andere, sehr dunkle Seite. Durch die Bandai Namco, ich gebe euch 10 Charaktere und die restlichen 32, die gebe ich euch in 15 Season Pässen. Möglichkeit der nachträglichen Updates sind nämlich Spieleentwickler draufgekommen, dass sie zum Release-Tag kein vollständiges Spiel mehr rausbringen müssen. Und so passiert es dann, dass heutige Titel komplett vor Bugs und Glitches strotzen. Ja. Oder überhaupt komplett unvollständige Games, die überhaupt nicht funktionieren. Vergleicht mal. Das ist der Grund, warum ich immer wieder sage, zu euch auch speziell, warum zum Fick wollt ihr immer so, dass ich das neueste Spiel dann spiele, mal abgesehen davon, dass es bei mir meistens nicht genug Klicks hat. Ich gebe 70 Euro aus für ein Spiel. Es ist dann nicht mal fertig, weil irgendwelche Bugs noch drin sind. Ich kriege weniger Inhalt und hinterher, wenn ich das Spiel für 30 Euro kaufe, habe ich die ganzen DLCs und alles dabei. Warum soll ich ein Spiel für 70 Euro kaufen? Es bringt mir wirklich gar nichts. Es gibt ein paar Ausnahmen, wo ich sage, yo, da wäre ich sogar bereit, am ersten Tag das zu kaufen, weil ich das unbedingt spielen will. Zum Beispiel Spider-Man oder Final Fantasy 7 oder so. Aber alle anderen, nope. Spielerisch und content-technisch das erste Halo mit der Master Chief Collection.
Das erste Halo war ein Masterpiece. Alles hat funktioniert, atemberaubend in jeder Hinsicht, und die Master Chief Collection war dann eine hingespuckte Frechheit. Ein Schandfleck der Gaming-Welt und ein fetter Mittelfinger ins Gesicht aller, die das Game auch wirklich gekauft haben. Ich sag dabei nur The Last of Us, so 17 Mal remaken, obwohl das gar kein Remake ist, sondern einfach nur ein bisschen Verbesserung der Grafik und Anpassung und Port und so weiter. Also meistens ist es eher ein Port als ein Remake, weil ein Remake bedeutet, du hast alles von Grund auf neu gemacht. Das ist nicht der Fall. Release hat es 3 bis 4 Jahre an Updates und Patches gebraucht, bis das Game überhaupt mal spielbar war. Und da fange ich noch gar nicht an, von der Flut an Early Access Titeln zu reden. Spiele, die eigentlich keine Early Access Games sind. Die Devs wollen sich nur das Recht vorbehalten, das Game niemals vervollständigen zu müssen. Aber Lootboxen, die müssen sofort rein. Egal ob Early Access. Das hat Priorität. Fuck you, PUBG. Also ja, Updates und Patches können Spiele besser machen. Aber auf die gesamte Branche betrachtet, richten sie momentan mehr Schaden an, als sie uns bringen. Aber natürlich ist nicht nur der Missbrauch von Patches und Updates schuld. Klar, die Bugs und unvollständigen Spiele disqualifizieren eine Menge Games schon direkt, aber eben nicht alle. Ein gutes neues Spiel zu finden ist auch aus dem Grund schwer, dass der Markt überrannt ist von viel zu vielen Remakes und Remasters. Das ist halt auch das, was ich gerade meine. So, das Spiel wird das x-te Mal geremaked und remastered. Und ich spreche da teilweise auch so von solchen Sachen wie, guckt euch jetzt mal die ersten Final Fantasy an. Wie viele Ports, Remaster, Remakes und sonst was haben die halt bekommen? Und wenn man hier guckt, das Original sieht einfach besser aus als das Remake. Beachtet mal auf den Detailgrad und Detailschärfe. Hier ist ja mehr Nebel eingebaut als bei Silent Hill, Alter. Und das ist halt so ein Problem, was ich heutzutage auch immer wieder sehe. Es wird einfach ein Spiel 100-fach ausgeschlachtet. Ich sag nur GTA 5, auf der PS3 erschien, bis heute halt durchgelutschtes Todes. The Last of Us, genau das gleiche. Einfach, wenn ein Ding mal Erfolg gebracht hat, ja, dann können wir das doch noch 100-mal rausbringen, oder nicht? Das alte Spiel verkauft sich nicht mehr? Dann bringen wir es doch einfach nochmal raus. Also hier muss man aber sagen, das ist ein schlechter Vergleich, weil das hier war gut. Das hier hat genau das gemacht, was das hier gemacht hat, aber in neuer, komplett überarbeiteter Grafik, komplett anders aufgesetzt. Die Story war gleich, das ist alles klar, aber die Optik war etwas ganz anderes. Also da muss ich sagen, das ist ein schlechter Vergleich. Aus. Aber diesmal als HD-Remake oder als Anniversary Edition oder als Remastered Version oder einfach nur für einen neuen Port wie Xbox. Auch hier gibt's Beispiele, die sehr wohl ein Remake verdient haben. Zum Beispiel alte Zelda-Games wie Majora's Mask. Da will man sich die mühsame Grafik und die alte Steuerung halt nicht antun. Und davon gibt's ein Remake auf dem 3DS. Und wenn man das auf dem Emulator zockt, sieht das aus wie HD, weil die Polygonen nämlich an HD waren und dann runterskaliert wurden. Macht ein Remake total Sinn. Endlich kann ich dann den alten Klassiker steuern und genießen. Wer auf die originalen Games steht, der kann sie natürlich trotzdem jederzeit auf Willhaben einkaufen, inklusive alter Konsole. Aber auch hier überwiegen die schlechten Remakes und Remasters. Ein Jahr nach Release von The Last of Us gab es zum Beispiel bereits ein Remastered. Wieso? Wieso brauche ich ein Jahr nach Release aber ein Remastered bei einem Spiel, das funktioniert hat? Weil Geld. Verändert hat sich kaum was. Ist frech, aber funktioniert scheinbar. Und das wird zur Norm. Verkauf dein Spiel und danach bring ein Remaster ohne wirkliche Änderungen. Und dann vielleicht noch eine, wir sind geldgeil, aber ihr zahlt es uns ja eh alles Edition direkt darauf. Aber mal ehrlich. Das ist halt das Ding. Das, genau das hier ist halt auch so ein Ding. Ich habe mir das Remaster auch mal geholt, weil ich dachte, könnte das nicht vielleicht etwas besser sein? Und da muss ich sagen, wenn ihr eine Version zum Beispiel von Final Fantasy 7, 8 und 9 haben wollt, holt euch die Steam-Version, weil da gibt es mittlerweile Mods, wo die halt die gerenderten Hintergründe per KI hochgerechnet haben und das dann wirklich besser aussieht. Im Fall von The Last of Us ist es einfach nur beschiss, was ist mit meiner Maus los? Weil es hat sich nichts geändert. Ich habe mir, glaube ich, damals für PS3 habe ich es mir nicht geholt, ich habe es mir dann für PS4 geholt und es war tatsächlich nicht meins, aber das hier war, ich habe es für 20 Euro geholt, das ist okay, aber es war eigentlich auch rausgeschmissenes Geld, weil die Originalversion habe ich und die könnte ich theoretisch auf dem Emulator auch noch immer gut zocken. Ich Hand aufs Herz, wenn ihr ein Spieleentwickler seid und ohne neue Inhalte Geld verdienen könntet, wieso würdet ihr es dann denn nicht tun, ein paar neue Texturen auf das alte Game und nochmal verdienen?
Weil hier seht ihr es auch, ne, so, wo war es hier? Also die Charaktermodelle wurden etwas erneuert, da sind mehr Detailschärfe hinter. Hier wurden Filter drüber gepackt, damit das alles so ein bisschen weicher ist. Aber die Mods holen hier nochmal eine ganz andere Qualität raus. Also schaut euch wirklich mal die Videos zu Final Fantasy IX mit Mod an. Das ist ein ganz anderes Level. Und das hätte der Entwickler auch machen können, by the way. Game und nochmal verdienen. Valve ist das perfekte Beispiel hierfür. Nacheinander haben sie Kultspiele rausgebracht. Half-Life, Portal, Counter-Strike, Dota. Nichts war wirklich schlecht. Und nach ein paar Sequels zu den guten Titeln haben sie jetzt eben genug Kohle und nehmen auch regelmäßig genug ein. Jetzt gibt's von ihnen eigentlich nur noch Remasters und Remakes, weil sie einfach nicht mehr brauchen. CSGO, ein Remake des ursprünglichen Counter-Strikes. Dota mit Underlords, Lootboxen. ein Mod zu einem vorhandenen Game. Und die Liste geht weiter. Bis sie dann kurz ein neues Spiel angekündigt haben. Alle waren gespannt wie Gummiringerl um eine Wassermelone und dann Artifact. Ein fucking Dota-Kartenspiel. Was für ein Joke. Aber naja, sie müssen eben nicht mehr machen, um Fettkohle zu machen, also wozu? Hier muss man aber sagen, dass halt Kartenspiele zu vorhandenen Franchises rauskommen, ist nicht ungewöhnlich, weil Sammelkarten halt eine Faszination schon immer, gerade auf Gamer der 90er bis 2000er ausgelöst hat. Ich sag nur Marvel Snap. Oder DC Dual Force, Pokémon. Es funktioniert einfach, ne? Und das ist ein simples System, was, denke ich mal, abgesehen vom Balancing, nicht viel Aufwand bedeutet, wenn du ein Grundgerüst schon hast. Machen. Und genau das ist der größte Punkt, der Games heutzutage nicht mehr zu den glorreichen, bahnbrechenden Ideen und Inhalten verhilft. Geld. Mittlerweile sitzen in den großen Gaming-Konzernen nämlich keine passionierten Gamer mehr ganz oben, sondern dreckige Geldsäcke. Und die wollen nicht das beste Erlebnis für Gamer, um am meisten zu verkaufen. Denn das wäre nicht effizient. Schließlich gibt es genauso gute Verkaufszahlen mit viel weniger Aufwand. Als EA, das wiederholt schlechteste Unternehmen der USA, begonnen hat, war deren Motto tatsächlich: Behandle Software wie Kunst und Entwickler wie Künstler. Und so haben sie auch gehandelt zu Beginn. Dann haben sie begonnen, in-house mit EA Sports zu produzieren und. Ah ja, no joke, das war tatsächlich früher so. EA war tatsächlich damals entwicklerfreundlich und hat sogar, glaube ich, die Leute gefördert. Bis halt die gemerkt haben, boah, mit FIFA können wir eine ganze Menge Scheißgeld verdienen. Und ab FIFA 09 randomized Lootboxen erfunden. Die Führungsetage bei EA hat sich verändert und von da weg ging es nicht mehr um Kunst. Es ging nur noch um Money. Sie nehmen alte Spiele wie Star Wars Battlefront, die perfekt für einen Folgeteil wären, und machen daraus das frechste Lootbox-System, das es je gegeben hat. Hand in Hand damit kam der am meisten gedislikte Reddit-Post in der Geschichte von Reddit. Aber egal, oder? Rekordgewinne verzeichnen sie trotzdem. Blizzard hat seit Jahren keinen neuen Titel gebracht und nur Fans enttäuscht. Sie verzeichnen Rekordgewinne. Und die einzig richtige Konsequenz bei Rekordgewinnen: sie kündigen 800 Mitarbeiter. Was? Das ist das Problem. Blizzard war früher ein richtig, richtig guter Entwickler. Und irgendwann wurden die leider Gottes durch ein, ja, ich weiß gar nicht mehr, durch was das genau war, aber irgendwas war unbeabsichtigt passiert und Activision konnte die aufkaufen. Und dann hatten die halt, ja, Activision am Arsch, die natürlich ganz anders gearbeitet haben als Blizzard. Weil bevor das Ganze passiert ist, war Blizzard ein ganz anderer Entwickler. Für dreckige, grausame Unternehmen. Es braucht schon lange keine Leidenschaft mehr. Games haben keine Seele wie damals, weil sie es sichtlich nicht mehr brauchen. Zumindest nicht unmittelbar. Solange das Geld fließt für möglichst effizient produzierte, unfertige Games, wird sich auch nichts ändern. So werden keine bahnbrechenden neuen Ach Titel komm, kommen. Zelda ist jetzt aber ein Erst wenn der schlechter nächste Vergleich. große Titel, die nächste große Idee zeigt, dass es doch etwas bewirkt, kreativ zu sein, mit Herzen bei der Sache, mit Rücksicht auf die actual Zielgruppe, dann kann es ein Umdenken geben. Aber Hoffen genau wir das auf macht den doch Zelda. auserwählten Developer, er, der uns alle rettet und frischen Wind in die Gaming-Branche bringt. Fazit: ja, Games werden immer schlechter. Die Weil da muss man echt sagen, so nicht bei allen, aber Nintendo hat dieses Know-how zwischendurch noch, dass sie sagen, ey, boah, guck mal hier, Zelda, bam. Und schon ist das das beste Spiel, was in den letzten Jahren erschienen ist, mit mehr Möglichkeiten als in allen anderen Spielen. Und ich finde aber auch, wenn du da teilweise Remakes siehst, also das lässt sich jetzt schwer vergleichen, weil wenn du jetzt so guckst, das Zelda vom Game Boy und dann das Remaster davon, klar, du hast eins zu eins die gleiche Story gespielt und da haben die auch nicht großartig was verändert, aber
Warum auch? So, ne? Aber die Grafik war doch wohl der Porno schlechthin. Das Einzige, was halt scheiße war, diese 30 FPS, die das hatte, oder diesen Frame-Skip, wenn du halt gerannt bist, mit den, wie hießen die, 7-Meilen-Stiefeln? War das? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall das. So, das Remake war richtig gut, auch dieses Pokémon-Remake, weil es war halt wirklich ein komplettes Remake. Die Story ist gleich geblieben. Außen vor. Aber sonst alles besser. Und wenn man sich dann, also ein schlechtes Beispiel für ein Remake wäre meiner Meinung nach Secret of Mana gewesen. Weil erstmal A, die Gegner wurden durch die Frames leichter. Das ist das eine. Und es gab ja wirklich gar nichts Neues da drin. Die haben nur die Grafik quasi in HD gemacht. Das war's. So, wenn man dann wieder Secret of Mana 3 guckt, da haben die nicht nur die Grafik verbessert, sondern das komplette Gameplay auch noch ist komplett anders. Das sind halt so Sachen, na, die würde ich ein bisschen ausklammern. Wenn man jetzt sich Final Fantasy X dagegen anguckt, ja, die Grafik wurde besser, aber sonst haben die gar nichts gemacht. Ist halt die Frage, muss man das bei Final Fantasy X? Weil Final Fantasy X war gut so, wie es war. Es war halt nur heute grafisch nicht mehr spielbar. Und da war ein Remaster für mich sogar legitim. Selbst der von PS3 zu PS4 Port hatte noch mal grafisch, also jetzt nicht immens, ne, aber hatte von der Schärfe auch noch mal ein bisschen was Besseres. Und da muss ich sagen, das ist nicht so ein ganz fairer Vergleich bei den paar Bildern, die da teilweise gezeigt haben. Gründe liegen auf der Hand und lassen sich gut zusammenfassen als Gier. Was sagt ihr zu der Entwicklung? Habt ihr vielleicht andere Ideen, wieso alles so ist, wie es ist? Ja, zum einen hat er mit vielem Recht, was er hier aufgezählt hat. Es geht halt viel um Geld, gerade wenn man sich wirklich mal EA anguckt. Dragon Ball Legends, alles was mit Lootboxen, Glücksspiel und sonst was zu tun ist, ist einfach nur Schmutz. Weil, ich sag mal, Hearthstone, solche Kartenspiele nehme ich noch teilweise außen vor. Weil die haben wenigstens noch Mechaniken, wo du auch, selbst wenn du schlecht ziehst, dir die guten Karten noch machen kannst. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass bei Marvel Snap, das System ist noch nicht perfekt, muss man dazu sagen. Also ich finde es auch noch nicht perfekt. Aber bisher hatte ich nicht viele Probleme, die neuesten Karten zu kriegen. Also ich glaube, ich habe jetzt 2, 3 nicht, also relevante Karten, die ich noch nicht habe. Sonst habe ich wirklich alles gezogen oder alles durch Season Pass oder sonst was bekommen. Also mit gerade mal 10 Euro oder 11 Euro im Monat komme ich da sehr gut durch. Und ich finde, für ein Spiel 11 Euro im Monat auszugeben, ist völlig in Ordnung mittlerweile. Als ich irgendwie 16, 17 war, wo ich so gehört habe, boah, World of Warcraft kostet monatlich Geld, no way. So habe ich dann auch gesagt, ne? Aber wenn du dafür ein gutes Spiel bekommst, regelmäßig gute Inhalte, dann ist dieser feste Wert etwas, was völlig in Ordnung ist, finde ich. Wenn die das jetzt natürlich so entwickeln, dass sich das in eine negative Richtung entwickelt, dann sieht es wieder anders aus. Aber im Grundwesentlichen hat er auf jeden Fall damit recht. Es ist aber auch, weil immer wieder mehr Scheiße auf den Markt geworfen wird. Early Access hat er auch vollkommen recht. Habe ich so nie betrachtet, dass viele Spiele teilweise seit 4, 5, 6 Jahren im Early Access drin sind auf Steam. Wo ich mir denke, hä? Wie geht denn das? Das ist 2017 rausgekommen, immer noch im Early Access? Ja, weil die halt Shit-Games rausschmeißen und erstmal hoffen, okay, wenn wir das Ding für 3, 4 Euro verkaufen, ja, vielleicht holt jemand sein Geld nicht zurück oder spielt so lange, dass Steam das Geld nicht zurückgibt oder whatever. Ja, was meint ihr dazu? Haut's gerne mal in die Kommentare. Soll ich noch ein bisschen weiter bei Hit oder Shit reingucken? Möchtet ihr da gern mehr sehen? Würde ich gerne von euch hören. Und ja, sonst könnt ihr mir natürlich auch in die Kommentare schreiben, was ihr sonst sehen wollt. Und schaut dieses Video bitte auch zu Ende, weil schlechte Watchtime ist nicht gut für meine Reactions und dann macht es auch keinen Spaß. Ich sage wie immer, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao. Wir sehen uns wieder via LCD. Denn jeder, der